Willkommen zurück zu Final Fantasy 15. So, wir sind seit letzter Folge wieder hier am Cup Cam und ja, jetzt nehmen wir erstmal die Aufgabe an, die wir letztens gesucht haben und endlich gefunden haben. Na, alles klar? Ja, danke. Was ist denn das? Ach, das? Eine kleine Kaktusfigur. Die mag ich total gerne. Ach so? Die gibt es überall in unterschiedlichen Farben zu kaufen. Es gibt sie noch in Gelb und Blau. Am liebsten hätte ich ja alle drei. Prinz Noctis, hast du sie schon mal irgendwo gesehen? Nein. Tut mir leid. Hab wohl nicht drauf geachtet. Ach so. Ja, warum auch? Aber von nun an halte ich danach Ausschau. Wenn ich eine finde, kaufe ich sie dir. Mehrere Aufgaben wurden deiner Aufgabenliste hinzugefügt. Okay. Was? Vielen Dank, Prinz Noctis. Sommer, Sonne, Kaktor. Mein kleiner gelber Kaktor abgeschlossen? Was? Und mein kleiner blauer Kaktor abgeschlossen. Ich habe die schon mal gekauft. Wo? Wie? Wann? Ja gut, mir soll's recht sein. Dann brauche ich sie nicht suchen. Bitteschön, kleiner. Hey, Talcott. Ich hab was für dich. Was? Ist das dein Ernst? Wow! Hurra! Jetzt habe ich alle! Vielen, vielen Dank, Prinz Noctis. Ja, da freut er sich aber. Sommer, Sonne, Kaktor abgeschlossen. So, kriege ich da jetzt irgendwas Besonderes dafür oder einfach nur abgeschlossen? Bleib doch mal stehen. Ist bei dir alles in Ordnung? Oh, Prinz Noctis. Wow, ich kaufe sie ihm und dann... Hey du. Ja. Noct, das Gemüse ist reif. Das Gemüse ist reif. Es sind jetzt Zauberkarotten, dass sie nach einem Tag schon fertig sind. Wenn ja, verrat mir doch mal, wie du das gemacht hast. Das würde den ganzen Hunger der Welt auf einmal lösen. Wahnsinn. Carrot Lease. Cam Karotte, zweimal. Hallo, ist das hier euer Feld? Ja. Wer fragt? Ah, Verzeihung. Mein Name ist Tony. Ich betreibe ein Restaurant und suche gute Zulieferer. Mit Gemüse aus biologischem Anbau könnte ich punkten. Wärt ihr vielleicht bereit, mir eures zu verkaufen? Oh, Tony, der Bio-Gourmand? Was? Egal. Der Restaurantbesitzer Tony setzt voll auf Biogemüse. Im Tausch gegen Cam-Karotten gibt er dir verschiedene Gegenstände. Tausche Karotten eine gegen 500 Gül, 2 gegen Ulvat-Beeren, 3 Autozubehör, 4 Karottenwaffen. Okay. Wir brauchen mehr Karotten. Wenn ihr was übrig habt, gebt mir bitte Bescheid. Ich nehm's euch gerne ab. Wir müssen unbedingt mehr Karotten anpflanzen. Und ich kann immer nur 2 aussäen. Verdammt. Na gut, dann müssen wir es eben etwas anders machen. So. Na endlich. Hier, nimm schon. Eine neue Trainierlanze. Sehr schön. Trainierlanze bei erhalten. Prächtig. Ich zauber euch was Schönes draus. Aha. Und was ist mit dem anderen Zeug? Eine neue Autoarmbrust zum Beispiel. Prächtig. Ich zauber euch was Schönes draus. Okay. Ja gut, Gut, dann gehen wir jetzt einmal kurz schlafen, damit unsere Karotten wieder reif sind und dann gucken wir doch mal, was der für Waffen für uns hat. So. Na, ups.
Ab ins Bett. Hm. So. Oh, Talcott. Das nehmen wir mal mit. Aha. Aha. Warte mal, hat der da einen Toten... Okay. Der hat einen Totenkopf auf dem Rücken. Auch nicht schlecht. Gar nicht gesehen. So, ein neuer Tag. Ja? Hey, ich bin fertig. Also zackig. So, gut. Bioblaster und die Autoarmbrust sind fertig. Sehr schön. Und das Gemüse ist hoffentlich auch fertig. Ah, sehr schön. Jetzt sind schon drei. Drei Cam-Karotten. Moment, sehen wir gleich wieder aus. Der Boden muss sich erst erholen. Suche das Feld später wieder auf, um neues Hack gut auszustreuen. Ja. Na toll. Euer Gemüse erfreut sich großer Beliebtheit. Ich würde es gerne auch weiter beziehen. Gut, Waffen. Ah, frisch und knackig. Meine Köche und Gäste werden es lieben. Wenn ihr was übrig habt, gebt mir bitte Bescheid. Ich nehm's euch gerne ab. Okay. Eine neue Schusswaffe. Dieser Schwächer. Diese einzigartige Waffe basiert auf insomnischer Technologie. Sie absorbiert die Elementarenergie besiegter Feinde. Aber die können wir anscheinend aufwerten. Na gut. Also Karotten können wir jetzt nicht anpflanzen. Aber wir müssen sowieso nochmal pennen gehen. Vielleicht ist dann die andere Waffe auch fertig von Sid und wir können wieder was anpflanzen. Mal gucken. Ah, Noctis. Hier ist das Prachtstück zurück. Eine neue Autoarmbrust. Autoarmbrust Plus. Na endlich. Hier, nimm schon. Und ein neuer Bioblaster. Der Bioblaster Plus. Da hast du ja wieder was Interessantes gefunden. Gut, bring mir die notwendigen Waffenteile. So, ein neuer Valiant. Eine Erzfähre bringen, die haben wir doch bestimmt. Gut, ich melde mich, wenn ich fertig bin. Sehr schön. Eine Wirbelsäge mit Hilfe der Himmelsfähre modifizieren lassen, jo. Gut, müssen wir erstmal ablegen. Hui. Eine Modifikation der Autoarmbrust. Diese Maschine feuert zahlreiche scharfe Bolzen in schneller Folge ab. Und eine Modifikation. Diese Maschine greift mit Schockwellen an und versprüht gleichzeitig einen tödlichen Giftnebel. So, gut, die kann nicht mehr aufgewertet werden. Das ist also schon das Maximum. Richtig. Ich zauber euch was Schönes draus. Okay, Aufgaben. Eine neue Wirbelsäge. Prächtig. Ich zauber euch was Schönes draus. Okay. Gut, also anscheinend geht es mit dem Waffenaufwerten nur, wenn er gerade nichts hat. Und wenn ich was abhole, kann ich ihm alles geben, außer sie ist zufällig gerade angelegt, dann mag er wieder nicht mehr was annehmen. Na gut. Dann wieder eine Runde schlafen gehen. Es ist mitten am Tag. Bin trotzdem müde. So, dann eine Runde Ratzen.
Aha. So. Dann hoffe ich mal, dass das Gemüsebeet jetzt wieder fruchtigen Boden hat. Ich wurde nicht angerufen. Okay. Liegt da was? Nö. Kann ich denn vielleicht jetzt am Beet wieder was einpflanzen? Ah, sehr schön. Gut, dann müssen wir jetzt wieder schlafen gehen. Vielleicht ist Sid ja dann fertig mit der Waffe. Gut, das ist jetzt ein bisschen, naja, ab ins Bett. Stupide, hier einfach dauernd schlafen zu gehen. Aber naja, so bekommen wir bessere Waffen und ja, alles klar. Okay, Sid ruft wieder nicht an. Das ist schade. Hat er denn gerade noch irgendwas? Neue Brillant, neue Motorklinge, neue Wirbelsäge. Hm. Hui. 5 Karotten, yay. So. Ich kaufe euch gerne Gemüse ab. Ja, diesmal möchte ich gerne das Autozubehör. Ah, frisch und knackig. Meine Köche und Gäste werden es lieben. Wenn ihr was übrig habt, ich kaufe euch gerne Gemüse ab. Okay, gut, dann nochmal Autozubehör. Ah, frisch und knackig. Wenn ihr was übrig habt, gebt mir bitte Bescheid. Ich nehm's euch gerne ab. Moment, muss ich erst was einpflanzen? Na super. Gut, dann nochmal kurz ratzen, dann wieder Karotten einpflanzen und dann nochmal ernten und dann holen wir uns noch einmal eine Waffe und dann, glaube ich, war's das erstmal. Die Beeren brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ab ins Bett. Ja. So, und dann machen wir auch mal mit einer anderen Quest weiter, sonst wird es doch etwas öde. Ja. Der Typ ist irgendwie komisch. Okay, Sid macht mich nicht mehr, der ruft nicht mehr an. Voll gemein. So. Boden, sei nährstoffreich und gib mir Karotten. Nein! Okay, dann warten wir jetzt erstmal. So, ich möchte aber jetzt eigentlich hier diese Quest machen. Wie heißt die denn? Moment. Aufgabe. Was brauchen wir hier für Beeren nochmal? Tenebre Beeren, glaube ich. Da habe ich ja. Ich habe fertig. Nudeln, doch keine Krabben. Das dürfte dann das sein. Jo, genau. Dann machen wir uns mal auf den Weg dorthin. Ich müsste doch da eigentlich theoretisch runterspringen können, oder? Nö. Tut gut, mal nicht töten zu müssen. Kann ich dir meinen Schokobo hier rufen?
Tatsächlich. Also dann? So, Chocobo. Nicht so trödeln! So, dann mal runter und den diese Krabben besorgen. Da, da, da. Da, 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 da. Weiter geht's. Gladio, gehen wir. Komme! Moment. Da. Da liegt was. Braver Junge. Eine Sammlermünze. Way. Laut Info müsste es hier irgendwo sein. Ah. Da ist eine Krabbe. Welches Level hat der Auftrag bitte? 35? Okay, einen Zeitauftrag gibt's momentan nicht. Das muss dann hier das Richtige sein. Vorwärts! Den Kampf müssen wir gewinnen! Dann kann ich mir die Flucht wohl von der Backe putzen! Okay. Boom! Klappe zu, Monster tot! Yeah. So. Los jetzt. Ignis, nicht schaffen. Alles okay? Na, ich komm klar. Steh weg von mir. Leg los, Tonto. Puh, das war knapp. Hui, es wird Licht. So, und die Königswaffe. Hier, bitte! Wir haben die Oberhand. Na dann, lass mich das. Los geht's, Leute. So, Exekutive. Am liebsten würde ich das Ding kochen, wie es ist. Aber bei der Größe wohl unmöglich. Wir schnippeln's klein und essen's sofort. Jetzt müssen wir nur noch kochen. Los, lasst uns zelten. Okay. Dann brauche ich mal ein Refugium in der Nähe. Ja. So wie zum Thema. So, Chocobo. Wo bist du denn? Da bist du. Los, Kleiner. Oh, guck mal. Danke. Da kann ich was mitnehmen. Eine Erdsphäre. Ach, da komme ich nicht rüber. Oh Mann, oh. Geh weg jetzt. Na gut, dann fahren wir doch am besten mit dem Auto hin. Ganz schön windig geworden. Ruiniert mir noch die Frisur. Ich frage mich, ob das ein Sturm ist oder nur das Terrain. Sorg dich lieber darum, dass dir nichts wegfliegt. Was für ein Sturm. Leute, ihr redet manchmal wirklich komisches Zeug. So, hier können wir noch was abbauen. Bis bald, Kleiner. So, Gelbstein, also Weißstein und Grünstein. Schön. Dun, 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 dun. Da, 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 da. Lass nichts liegen. Okay, los geht's. Gut, wir fahren mal weg zum Zelten. Auch mal was Neues.
die Fertignudeln beim Zelten probieren. Da bin ich ja mal gespannt, ob sich das so gelohnt hat. Also los, Bewegung. So. Los, Kleiner. Danke. Hier gibt es was zum... Na toll. Abbauen. So, jetzt gebe ich Vollgas. Ja, ja, das sagst du immer. Zwei Kombos ausführen? Okay. Die Jagdsaison ist eröffnet. Spaß mit lustig. Was ist denn jetzt los? Ist mir nicht übel. Gott, oh Gott. Mein Auftrag. Da wären wir also. Vortrefflich. Das nenne ich Teamwork. Kinder, was? So. Das war's. Wie schmeckt dir das? Ha, perfekt. Oh, die sieht jetzt richtig stark aus. So, Chocobo, du kommst mir erst wieder her. So. Also dann? Ein Goldmineral, ein Silbermineral und noch ein Goldmineral. So, schnell zum Zelten. Allerdings ist hier was, das ich mitnehmen möchte. So, gleigende Muschel. Und das dreimal. Na gut, den restlichen Weg können wir jetzt alleine gehen. Vor allem, weil ich die Magie noch mitnehmen. Anscheinend ist hier allerdings voll. Jupp. Naja, mischen wieder alles zusammen. Dann ist der Zauber wenigstens schön stark. So. Und was mischen wir denn Schönes dazu? Können wir ein paar Skorpionstacheln dazu geben? Ach, warum nicht so viele? So, Ars Mortis. Wir sind da. Am Rastplatz. So, dann zelten. Schon wieder zelten. Du bist einfach zu verwöhnt, Markt. So, Spellcree Refugium. So, Gerichte, Cupnudel. Geht ja nicht anders. Und unser Vogel bekommt wieder Korallkraut. Yay. Cupnudel mit Krabben.
So. Aha. Aha. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Finde ich nicht. So, jetzt hast du deine Cup Noodle mal mit besonderen Zutaten gehabt. Hm, der Chocobo freut sich auch riesig drüber. Nach unserem Feldversuch ist mir wieder einmal klar, es geht nichts über Fertignudeln. Ja, die Geschmackszusammenstellung ist raffiniert. Fleisch, Ei und Krabben müssen perfekt harmonieren. Wenn auch nur ein Teil überwiegt, ist der Geschmack ruiniert. Also, beim nächsten Mal werde ich Fertignudeln viel mehr zu schätzen wissen. Ich auch. Allerdings. Ich habe fertig. Nudeln. Doch keine Krabben. Erledigt. Und diese... Ignis lernt ein neues Rezept. Cup-Nudeln. Ach, die kann jetzt selber herstellen. Schön. Dieses Cup-Nudel-Zeug ist... Also, ich habe hier nichts gegen Werbung, aber das ist schon ein bisschen übertrieben. Vor allem sowas von Gladio. Das... Ne. Geht gar nicht. Also... Nö. Einfach nö. Geht einfach nicht. Das ist irgendwie... Das ist irgendwie doof. So. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Die müsst ihr ja nicht teilen. Heißer Atem, blauer Drache. Was zur Hölle? Eine Superbarte. Und wo ist jetzt das Gemüse? Das war doch auch irgendwo hier. Da vorne. So, da vorne ist noch ein bisschen Gemüse und dann möchte ich zurück und... Yeah. Nimm das Zeug jetzt... Meine Fresse, nimm das Zeug jetzt mit. Dunkle Kleigemuschel. Was ist das? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Echt jetzt? Oh, da freue ich mich drauf. Hey, Muschel in Weinsauce. Als ob die normalen Muscheln nicht funktionieren würden für die Weinsauce. Nein, es müssen extra die dunklen Muscheln sein. Hey, davon ist auch noch was. Interessant, was mir alles findet. So, das ist nur die normale Gammelmuschel anscheinend, die für Ignis nicht gut genug ist. So, Chocobo. Chocobo. Chocki. Wo ist dieses Chocobo jetzt? Muss ich alles zu Fuß laufen? Geht immer gar nicht. Ah. So. Los, Kleiner. Komm mit. So. Yay, super Sportmodus. Ach, die schon wieder. Nee, den gehe ich jetzt mal aus dem Weg. Geh bloß weg von mir. So. Danke. Bis bald, Kleiner. So, dann zum Cup Cam. Nein, da brauche ich nicht hinporten. Das sind zwei Lass Minuten knapp. Liegen. Das okay. Ist ja um die Ecke im Prinzip. So.
Hoffentlich kocht Iris uns was Leckeres. Meine Kochkünste sind dir wohl nicht gut genug. Nein, so war das nicht gemeint. Aber Iris kocht mit Liebe. Jojo. So, Chocobo. Also dann? Jetzt fängt die Musik wieder von vorne an. Na gut, das nächste. Over the Hill. Nee, das brauche ich nicht hören. Das hören wir oft genug in Final Fantasy 9. So. Gemüse, Boden, bitte sei wieder nährhaft genug. Bis bald, Kleiner. Ah, ich kann was einpflanzen, juhu. Gut. So. Hey du. Vielleicht kommst ja sogar du auf den Geschmack, wenn's aus eigenem Anbau ist. Was meinst du? Na, Bauernregel Nummer 2. Erledigst du Dinge und gehst auf die Jagd, erholt sie der Boden, weil wer es so sagt. Aha. Hey du. Vielleicht kommst ja sogar du auf den Geschmack, wenn's aus eigenem Anbau ist. Was meinst du? Bauernregel Nummer 1. Herrscht bei der Aussaat proppes Wetter, dann erntet es sich umso netter. Hey du, ist noch verbesserungsfähig, aber bin schon ganz zufrieden. Bis später. Okay. Zack. So. Und jetzt kommt mal wieder was, was schon lange überfällig ist. Und zwar die Fertigkeiten. Wir haben nämlich über 1000 Punkte. Nicht schlecht. So, Kommandos. Nervöser Finger, Schusswaffe, feuert aus zwei Waffen nacheinander Projektile auf mehrere Gegner. Okay. 72 Punkte. Das können wir freischalten und... Oh Gott. Rückstoß, Maschinerie ermöglicht einen wuchtigen Angriff, der extrem hohen Schaden verursacht. Nur 18 Punkte, das nehmen wir auch mit. Ungleiches Paar entfesselt einen mächtigen Feuerangriff. Maximiert den Schaden von den Kommandos. Alle auf einen, lässt die Gefährten einen Gegner gemeinsam angreifen und führt oft zu tödlichen Attacken. Dann Gladio, Großschwert, steigender Impuls, ein mächtiger Flächenangriff gegen Gegner von vor Gladio. So, das verstärkt die Kommandos von ihm. So, und hier hast erhöht die Füllgeschwindigkeit des Kommandobalkens, das nehme ich jetzt, auch wenn es sauteuer ist. So, Heilung. Fortgeschrittene Hilfe regeneriert eine ordentliche Menge LP, wenn die eigenen LP niedrig sind. Das wäre mal nicht schlecht für den Prompto. Zu teuer. Erhöht die Ausdauer zusätzlich. Vollheilung hat vollständig LP als Gefährten, der aus einem kritischen Zustand gerettet wurde. Nehmen wir mit. Rasendes Comeback. So, was haben wir hier noch Schönes? Vorchristliche Hilfe regeneriert eine... Ja, gut. Das für Ignis nehmen wir genauso. Gut, dann Magie. Oh Gott. Zu teuer. Zu teuer. Elementarentzug erhöht die Energiemenge. Die absorbierte Waffen besiegte Gegner entziehen können. Jo, warum nicht? Und jetzt haben wir nur noch 6 Fertigkeitspunkte und da bekommen wir eigentlich nichts mehr. Magikus, setzt ihr mehr. Mhm. Was gab's hier? Königsschmiede gewährt ein FP bei der Abitur. Ah, okay.
Ja, gut. Dann gehen wir das nächste Mal wieder hier bei Kampf ein bisschen weiter. Und, naja, in die andere Richtung. Das ging ja schnell. Zack. So, dann können wir wieder FP ansammeln. So, und das war's dann für diese Folge erstmal. Dann, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.